Wer bist du? Oh shit, ist die nah. Die hat mir gerade in den Bürzel gebissen. Will die mich jetzt verarschen? Die hat's hier drauf, ja. Michael? Ja, hier? Granaten? Ich bin da mit Granaten dran, ja? Komm mal zu mir. Was ist? Ich hab noch. Schau mal hier in meine Blickrichtung. Ja. Hast du zwei Köpfe? Also ich treffe die ganze Zeit auch mehrere, aber ich probier's gern nochmal. Ne, keine Chance.
Warum ich dich treffe? Ich treffe die ganze Zeit auch immer mindestens zwei. Treffer. Ach, das ist Klaus mit Pfeil und Bogen, der da so schnellen Schaden verursacht, weil die so schreit. Ganz schön schnelle Schussreihenfolge, Klaus. Ja, das geht gar nicht. Das geht ist ja gut. Gar nicht so schlecht. Ja. Und ihr macht 75 Schaden, ne? Ja. Pro Fall. Also das waren meine guten, ich habe jetzt bloß noch einfache. Der letzte Schädel ist noch ein Problem. Der hängt irgendwie komisch. Ich hätte mir Reparaturmaterial mitnehmen sollen. Verdammt!
Mach mal einer. Ja, ich mach. Was denn? Ah, Leder. Ey, mit dem Bogen, das geht mega geil, ne? Ja. Hatten wir auch mit dem Crossbow gestern. Ey, du machst eine Geschwindigkeitsschuss, ne, wenn du einfach nur... Du hast einen Vorteil, wenn du einmal das Ziel hast, kannst du Durchgänge schießen. Ja, das stimmt. Drin hält. Oh, 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 oh. Ich hab nur... Achso. Mit dem Bogen geht's tak, 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 wenn du einmal Ziel hast. Aber dieser Kopf hat sich dann auch verloren. Na klar, der verloren. Also jetzt. Hermann, das wäre dein Akt jetzt mit dem schwertlosen Rennen. Ich bin leider schon fast im Eimer. Ich auch. Ich. Und jetzt hat's mich erwischt, oder? Michael. Ich hab noch. Ich werde diesen Kampf gerade so überleben. Achtung, ich mache letzten Schuss. Ja, mir geht's auch nicht anders. Überweg. Die kommt schon wieder zurück. Mir geht's. Muss die sich dort wegdrehen oder was? Sie kommt wieder. Ja, Michael, pass öfter vorne sind die Fledermäuse. Aha. Ich habe jetzt keinen Bock, dass die sich hier so weit abhält. Die kommt schon gleich wieder. Ist das sicher? Wir's. Ja, bestimmt. Jetzt die vor, los, lass uns vorgehen, alle. Wir haben ja hier zwei Betten hier stehen. Aber ich kann nicht schnell rennen, ihr müsst langsam. Ich auch nicht. Mir geht's auch ganz bescheiden. Brunhild, bist du da? Ich bin auf der. Ich sehe sie nicht mehr. Die ist einmal außenrum. Richte sie! Ja! Und dann sehr gut gelegen. So. Ja? Ich reiß noch die Betten ab. Okay. Ja. Dann treffen wir uns beim Schiff, ne? Ja, würde ich sagen. Jetzt geht's allen nicht gut. Ich überleben. Na, ja, bis zum Schiff schaffe ich's noch, glaube ich. Wenn mich die Schlange nicht erwischt. Lex mir doch an der Foot. So, kannst du losgehen? Ja. Und jetzt am besten immer etwas schreien, ne? Ja, also brüllen. Sonst wird das hier unverständlich. Aber denk dran, hier drin steht so ein Element, was uns einen Arsch verbrennt. An dem müssen wir vorbei. Ja, dann wird's schwierig. Ach du Scheiße, ist da noch eine. Michael, dreh um! Warum? Guck mal, was vor dir steht. Ja und? Oh, das ist geil. Alter, das Flammen ist scheiße jetzt. Also egal, zur Not zum Durchrennen ist erstmal egal. Schön am Rand bleiben, genau. Okay, Hund ist hinter mir. Ich werde es wohl nicht schaffen. Ich habe einen Hund hinter mir. Ja, und ich sehe schon Tigers. Killen wir die auch noch? Killen wir erstmal die Höhle finden. Ja. Michael. Ja. Wo bist du? Ich bin hinter dir.
Ich sag erstmal grob. Ist nicht da. Zwischen den Häusern habe ich gedacht, da geht so eine Höhle, eine Kuhle runter. Ich würde es jetzt rechts an dem Hauptturm hier versuchen. Aber eigentlich bewachen diese Hydras den Höhleneingang, also den Weg dahin. Das müsste da sein, in meine Blickrichtung. Dort steht die ja. Sehen. Achtet auf die Vögel. Hier passt es im Berg. Man kriegt immer ganz kurz Kopfschmerzen, wenn die Höhle in der Nähe ist. Oh shit. Und ich hatte da eben kurz Kopfschmerzen. Aber hier sind viele Schlangenfrauen. Eingang. Da muss die sein. Da. Dann kann ich direkt oben reinrennen. Bitte. Mich dadurch. Da ist eine Wand. Da ist eine Wand. Muss hier sein. Hier muss die sein. Gibt keine andere Möglichkeit. Hier ist auch ein Berg. Löwe.
der Tag. Hallo, ganz lieb, willkommen im Stream. Leider jetzt ein wenig anders als gewöhnlich. Wir versuchen die Kraftsteine nach und nach zu machen. Ist das nicht das normale Spiel. Obwohl wir die Hydra so schaffen, aber die Insel selber... ist halt ein bisschen overpowered. Aber hey, das war uns dreien klar und wir haben uns direkt drauf eingelassen. Deswegen ist das ein wenig ja außerhalb des eigentlichen RPs. Ja, genau. Bitte nicht sagen. Genau, wir haben den Kraftstein schon. Wir spielen ja in der Regel hier in RP. Das ist mehr oder weniger ein bisschen außerhalb sozusagen. Geht gar nicht anders. Weil der Schutz des Lebens steht immer auf erster, an erster Stelle. Kann auch da hinten sein. Ich weiß nicht, ob ich die über die Mauer einfach schlappen kann. Eigentlich führt der Weg zur Höhle und da ist ja so ein Sandweg. Macht das, wie ich es erst mal mit dem Jungenbrunnen gemacht habe. Geh über die Dächer. Wir haben ja schon einen Kraftstein gemacht. Für uns ist es das Abenteuer, das Suchen und Finden jetzt auch. Ich glaube, diese Hütte markiert die Höhle. Ja, das bringt mich nicht weiter. Wo wir vorhin gekämpft haben, gegen die Hydra. Was nicht wirklich weiter aufwendig ist. Nein. Weil ich dank dieses verkackten Enterhakens nicht höre. Ich krieg die Krise. Weil er einfach nur Boogie ist. Dich doch da hoch. Ja, aber es geht nicht. Tut da nicht. Das scheiß Ding ist immer buggy.
ging nicht. Geht halt manchmal nicht. Gleich wieder Nachladefehler bei Ark. Habe ich aber ständig mal. Ist, wenn der nicht sauber sitzt. Total ätzend. Genau wie das. Fuck, macht nur nicht mehr lange mit. Hier geht's jetzt. Wisst ihr? Habe ich es auch mit dem Jungbrunnen gemacht. Ja, die muss in der Nähe sein. Aber ich sehe auch nirgendwo diese Schatulle. Ach du Scheiße. Leck mich doch. Denn? Ach, gepennt, Junge. Eine Jadula? Nö. Sehr, sehr komisch. Ach du Penner. Ist eh gleich durch. Tschö. Jetzt geht's wieder nicht. Ich hasse diesen Haken.
grottig das Teil. Lol. Oh, hier kannst du die aber einfach zähmen. Bleiben sich ja hier am Strand rum. Schon, ich kann das schon im Mast sehen. Würde mich ein Kackhaufen von so einem Affen töten. Die beiden etwa fündig geworden. Hallo? Hallo? Fündig geworden. Ich glaube, diese Insel, die ich. Wo ist es? Guck jetzt, schaut jetzt mal bitte nach links. Zwischen den Bäumen durch, dort wo das eine Feuerelement hinten ist. Ja. Dort ist oben. Dort ist dieses Zeichen. Unten, unten. Jetzt nach links gucken. Seht ihr's? Links? Du meinst rechts? Da meinte ich ja, rechts. Du guckst jetzt unten zu den untersten ja. Feuerelementen. Ja. Steht. Und dahinter seht ihr das. Ja. Das gesehen? Da ist ein Wasserfall. Nee, da ist diese Schatulle. Da ist dieses, immer dieser umnöhne Kreis. Oder ja. Wenn du siehst von hier. Also ich sehe es von hier aus. Diese Schatulle oder was das ist. Ja, das ist ja, keine Ahnung, was das ist, dieser Kreis. Ja. Also siehst du es, Brunhild? Nein. Komm mal hier hin. Pass auf, schnell mal den Kniff du. Oh, nee, ich will jetzt nicht erst mal anfangen. Da, gerade links am Feuerelemental vorbei. Okay. Da siehst du es so flimmern. Okay, Brunhild, komm mal mit. Brunhild, komm mal mit. Du, Michael, kommt mal mit. Ja. Mal euch zeigen. Wir schwimmen aber. Auf das Stück schwimmen wir. Wir gehen erstmal ins Wasser. Tauchen? Einfach hier so bleiben.
Einfach nicht zu nah ans Meer zur Zeit ran, solange die noch so rum sind. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5 solche Dinger. Achtung jetzt. Brunhild, wo bist du? Ich seh dich nicht. Hier hinten. Ja, Brunhild, komm mal ran hier. Das wird doch mal jetzt alle zusammen sind. Das ist nämlich diese Insel mit diesem. Ja. Wir müssen jetzt aufpassen. Siehst du, wo der Schildhorn ist? Jetzt Du siehst ja. Du siehst ja, wo das Schildhorn ist, oder? Ich seh. Okay, dorthin müssen wir. Ich bin da. Genau dort durchrennen, wo dieses Elementar ist. Genau so müsst du rennen. Na, mach zurück. Geh tauchen! Es ist witzlos. Das kann ja nur fehlerhaft sein. Weiß ich auch nicht. Ist ja wieder so klar. Ja, die Gorgonen, die sind nicht das Problem. Doch, die haben mich sofort geclaimt. Du darfst nicht auf die zurennen, du musst. Weil die trifft man aber offen hier nicht, die Gorgonen. Doch, die sind schon unterwegs. Okay, dann ist gut. Zeit zum Nachladen. Genau. Dann lass sie schön da rankommen, da können wir sie gleich noch plündern. Oh, guck mal, wie viele das sind hier. Komm zu Papa. Lass sie näher kommen. Schieß einer. Ich kann nicht. Jetzt erst. Bin am Loch. Jetzt kommt die nächste. Lade. Ich habe einmal drauf geschossen. Einen Schuss braucht die noch. Ja. Ich schieß. Bin vergelähmt. Okay. Dafür habe ich immer die 6-schüssige. So, ja. Ja, Michael, du musst jetzt mal eine Leiter noch einen mehr dranhängen. bei flachem Wasser kommt man nicht ran. Na, oh. Jetzt. Irgendwann müssen wir dann mal, ne? Weil, wegen Schlüssel. Ja, aber eine ist noch da, die sollte noch weg. Ich glaube, ich habe sie getroffen. Das Feuerelemental muss weg. Nee, das kriegst du nicht weg. Das machen wir nicht weg. Das, nee, das muss wieder irgendwo an Land verschwinden. Das schaffen wir nicht. Nee, du musst schnell durchrennen. Irgendwann geht das dann schön. Zur Not müssen wir es weglocken. Aber das können wir nicht anschießen. Das macht uns alles kaputt bei euch. Richtig. Aber jetzt die Gorgone, die würde mir jetzt gar kein Problem machen. Nee, die ist jetzt weg. Ich suche eher solche Wölfe. Die kommen. Ich habe sie getroffen.
Die Gorgone ist normalerweise gar nicht so schlecht, finde ich. Also ich habe das Schildhorn getroffen. Okay. Ich habe sie getroffen. Kommt. Es kommt nur noch so ein Schildhorn an gerade an. Ich hoffe, das verliert sein Akku. Halt schön, oder? Oh. Nicht so weit weg. War nicht beabsichtigt. War ein außergewöhnlich guter Treffer. Diese lassen wir. Boah, guck dir mal die Gorgonen an. Da können sie die ganze Zeit durchstehen, ne? Ja. Hier, guck das mal an. Ja. Die hier vorne? Ey, die lassen wir. Ja, nee, lass. Nur noch hinten. Es geht nur um die hinteren. Sieht aber jetzt gut aus. Okay, ihr habt zwei angepult. Du hast die schnelle Bombe. Einer kommt und hier ist wieder ein Löwe. Die Gorgone kommt auch. Zwei, ja, leider. Lass es da rankommen. Das ist nur eine kleine Waffe. Es sind aber zwei. Die hauen ganz schön rein ins Schiff. Okay. Nur noch einer. Lade. Gelähmt. Oh, ich auch. Die lohnen sich auch. Für wenig Aufwand, viel Beute. Guck dir mal an, wie viele hier sind. Ja, kommt schon wieder eine. Ist noch eine unter dem Tauchstation? Ja. Das ist schon die zwei am Top plündern, perfekt. Okay. Unter uns? Ja. Oh oh. Was? Er hat die andere geholt. Na dann. Waffenladen. Oder sie hat sich wieder beruhigt. Aber da hinten vor der Höhle ist wieder einer. Hier sind auch zwei neben uns, also. Ja. Lohnt tun sich die hier, tut sich die Insel mega. Aber die wird ja dann wahrscheinlich. Wo sind die unter uns war? Hab ich leer geräumt. Achso, okay, darum. Ich wollte mich gerade wundern. Vor der Höhle war noch ein Löwe, ne? Da müsstest du, glaube ich, gleich kommen. Ja, er ist unterwegs. Dann müssen wir dann aufhören hier. Das können wir dann noch fertig machen, wenn wir. Ja, ja, das stimmt. Weil aber uns ist der Schlüssel. Uns fehlt ein Crewman, nur so zur Info, ne? Der ist wohl gestorben. Was? Uns fehlt eine Person, ein Crew. Ein Segler. Nee, der ist der Alter. Der wurde erstarrt und hatte. Alles klar, gut. Der Löwe. So, okay, bevor wir das weitermachen, das Spiel hier. Ja. Mir ist, können wir das 2 Stunden machen. Mir ist egal, bis wir keine Munition mehr haben, aber wir sollten uns jetzt um den Schlüssel kümmern. Richtig. Macht ganz schön Spaß mit den Gorgonen hier. Ich habe jetzt 800 in der Tasche. Ja, meine Kiste, das lohnt sich schon. Also wollen wir jetzt ein Rauchblatt, den Schlüssel und los geht's. Okay. Brauchst nichts essen, das schaffen wir. Also ich muss essen, mich auch. Also ich sterb sonst jedes Mal. Also ich gehe sonst ohnmächtig, das Problem. Den Schlüssel habe ich, Rauchblatt habe ich auch drin.
Für mich, das können wir dann bis um 6 hier rumballern, das ist wurscht. Ja, Lohn tut es sich ja. Und Kugeln sind nicht so schlimm. Ich habe noch, 145. Was, Kugeln? Ja. Guck mal ins Fass. Aber das Problem ist, gut, aber wir haben ja einen Vorteil, wir haben noch ein paar Waffen, ich meine. Guck mal ins Fass. Willst du sagen, ist nicht genug Kugeln? So, seid ihr bereit? Ja. Also jeder ist sein eigener Schmied. Mehr oder weniger. Die Höhlen wisst ihr. Höhlen ist immer der gleiche. Ja. Der gleiche Ablauf wie ihr. Rein, rechts, gelaufen. Rechts und dann über die Brücke. Ja, über die Brücke. Versucht einfach erstmal so lange im Wasser zu bleiben. Versucht so lange im Wasser zu bleiben, wie es geht. Oh, das ist ein Klaus-Dieb. Oh ja, ich tauche schon mal ab. Wieder 1 Million Gogon. Ist egal. Einfach durchrennen. Das Wichtigste ist, in die Höhle reinzukommen. Danach kannst du mal kurz hier verschnaufen. Eck mich am Hintern. Warum geht's nicht? Was ist jetzt los? Wir haben doch den richtigen Schlüssel. Warum geht das nicht? Oh nein. Auch Buggy oder was? Ernsthaft jetzt? Die ganze Höhle ist wohl abgestürzt. D4. Wir haben extra den Schlüssel hier gefarmt und alles. Aber ist nicht abgestürzt, es läuft. Die Höhle ist. Buck. Piss dich. Ach du Scheiße. Es funktioniert nicht. Wir müssen den Schlüssel. Ja, na klar. Komm ruhig rein. Scheiß Wolf. Nee, das Ding ist nicht aktiv. Adi. So, mal gucken, Wolf, wer die meiste Ausdauer hat, du oder ich? Oh, Zeit, mir alles anzugucken. Ja, jetzt sind sie wach geworden. Könnt ihr euch mal gegenseitig fressen? Wolf.
Das stimmt hier aber wirklich nicht. Ja, ist egal. Mach mir hier den Gar aus. Hier kommt man im Notfall gut ran. Hallo? Hallo? Funktioniert nicht, da ist was kaputt. Hi, Shira. Oh, leider. Machen wir was falsch oder ist was kaputt? Wir schießen und Brunhild holt die Ware. Das macht ganz schön Spaß. Also schön zielen üben. Bin aber kein Hund. Du warst gestern, also das hast du gar nicht mitgekriegt. Wir haben jetzt schon wieder so viel wie gestern nach zwei Hydras. Es kommt einer auf uns zugeschwommen. Von hinten. Wo ist hin? Es kommt Zweier. Kommt Zweier. Ah, ich sehe es. Ich hole die am weitesten ist. Kümmer du dich irgendwie näher. Ja, ja. Ach, die ist schon fast tot. Okay. Ja, die neue mache ich. Die mache ich. Ja. Die andere kommt noch. Kann er näher kommen lassen. Vielleicht neben die andere legen. Okay. Perfekt. Du hast gesagt, Schlüssel. Passt ja auch. Na, dann geht mal schwimmen. Mach ich. Kommt noch. Die kannst du jetzt rankommen lassen. Die ist einfach auf zwei Schuss runtergeschossen. Kommt noch eine von rechts dann. Die ist weiter weg. Also 8 Gorgonen sind gleich eine Hydra. Warte kurz. Du bleibst da im Wasser. Bleib da im Wasser. Ja, erschießt die beiden. Jetzt müssen wir uns beilen. Du machst die weniger Schaden braucht. Also die noch dich angekratzt. Also ich nehme die andere. Schnell! Deinchen auch die sechsschüssige ist effektiv. Ich glaube, wir müssen dann der am Wasser ist, gleich einen feinen Bogen geben. Gute Idee! Weil da kann der schneller dann unter Wasser schießen.
Oh ne, bin ein Schwein. Micha, der schaffst du. Abse. Ja, du, die Wartehülpe ist sich gewehrt, ne? Dafür hat sich gelohnt, die war über 300 stark. Sehe ich keine mehr. Gib ihm einen Moment. Da gibt's keinen Moment, wir sind gerade in Jagdlaune. Also die paar, links. Die ich jetzt aufgehoben habe, sind 1000 Stück. Links, wo denn da? Deine Blickrichtung. Wo denn da? Dann schieß an. Ich kenne. Irgendwie habe ich gerade, ist bei mir etwas sehr... Ich sehe einen Wolf. Ein Dings rum. Ah. Gabse, Moment. Ich habe einen angeschossen. Die meinte ich. Aber kommt die? Ja. Wo ist denn die? Ach dort. Da links. Noch. Ich sehe es ja schön. Wir wollen uns herankommen lassen. Jetzt warten, warten. Lass so nah kommen wie möglich, gehen im Notfall wieder mit dem Schwert rein. Ich habe mein Schwert vergessen gehabt. Ich hab's im Visier, könnt euch um die anderen kümmern. Welche anderen? Und oben ist einer. Hab ich schon zweimal angeschossen. Die sind genau zwischen den Bäumen. Die ist genau bei dem Feuerelement. Dort oben ist einer. Ach, zwischen da. Den Bäumen. Aber es bringt nichts, die kommt nicht. Die hängt irgendwo fest.